Die Fluid Purifier Systeme IFPM, IFPS sind mobile oder stationäre Systeme, die freies, emulgiertes und gelöstes Wasser, freie und gelöste Gase und mechanische Verschmutzung bis zu 1 Mikrometer in Hydraulik- und Schmierölflüssigkeiten entfernen. Die Systeme sind in 4 verschiedenen Standardgrößen von 20 bis 100 Liter pro Minute sowie in explosionsgeschützter Ausführung erhältlich. Die Inbetriebnahme als auch die weitere Bedienung des Systems sind sehr einfach. Nachdem die Ablauf- und Saugleitung an das Fluid Purifier System angeschlossen wurden, wird der Einlasskugelhahn geöffnet. Die Saug- und Ablaufschläuche werden im Tank platziert. Durch Betätigen des Hauptschalters wird das System eingeschaltet. Nachdem der Viskositätsbereich ausgewählt wurde, kann das Fluid Purifier System gestartet werden. Durch kompakte Abmessungen ist der Einsatz der Fluid Purifier Systeme an allen Anlagen problemlos möglich. Das eingesetzte Verfahren der Vakuumverdampfung mit Inertgas gehört zu den effektivsten Methoden der Entwässerung. Verwendung der Luft als Inertgas ermöglicht eine Entwässerung des Öls unter dem Sättigungspunkt bei gegebener Betriebstemperatur. Das Vakuum, welches durch ein Manometer auf der Frontplatte angezeigt wird, wird durch ein Drosselventil in der Lufteinlassleitung eingestellt. Die kontaminierte Flüssigkeit wird mit einem Vakuum von minus 0,6 bis minus 0,9 bar in das Fluid Purifier System gezogen. Die Flüssigkeit durchläuft dabei eine Heizung, die bei Bedarf die Temperatur der Flüssigkeit erhöht. Die Abschalttemperatur der Heizung, welche eingestellt werden kann, sowie die aktuelle Öltemperatur sind jederzeit auf dem LCD-Display ablesbar. Des Weiteren erfolgen auf dem Display Fehlermeldungen sowie die Anzeige der Betriebsstunden und des Serviceintervalls. Die in die Vakuumkammer einströmende Flüssigkeit bildet auf den Füllkörpern einen dünnen Film, sodass für die Verdampfung eine große Oberfläche zur Verfügung steht. Unter Einwirkung des Vakuums wird der Dampfdruck des Wassers unterschritten und das Wasser geht in einen dampfförmigen Zustand über. Der entstehende Dampf sowie die in die Kammer eingeleitete Luft werden durch eine Vakuumpumpe aus dem Verfahrensraum entfernt. Dieser Dampf wird in einen Wasserauffangbehälter geleitet und durch einen Ölnebelabscheider in die Atmosphäre entlassen. Eine hydraulische Pumpe fördert die gereinigte Flüssigkeit durch einen Hochleistungsfilter zurück in die Anlage. In den Systemen werden ebenso Silikagel-Luftfilter eingesetzt, welche gewährleisten, dass unabhängig von der Feuchtigkeit der Umgebung nur trockene Luft in die Vakuumkammer eingeleitet wird, um die Effektivität der Anlage zu erhöhen. Die relative Feuchtigkeit des Öls sowie die Filterverschmutzung werden jederzeit während des Betriebs durch das WFD-01 angezeigt. Der eingebaute Wassersensor erlaubt eine permanente Überwachung der Flüssigkeit und fungiert als Indikator für das Erreichen der gewünschten Reinheit. Im Falle eines verschmutzten Filterelements wird das Fluid Purifier System automatisch abgeschaltet. Der Einsatz modernster Sensor- und Steuerungstechnik ermöglicht einen vollautomatisierten Betrieb der Fluid Purifier Systeme. Die Fluid Purifier Systeme sind in den verschiedensten Industriebereichen einsetzbar und sind geeignet für verschiedene Viskositätsbereiche von Transformatorölen bis zu schweren Getriebeschmierölen.